Ein Land im Ausnahmezustand und die Welt schaut mehr oder weniger ratlos zu. In Mannheim begrüße ich jetzt den deutschen Entwicklungsminister Dirk Niebel. Herr Niebel, wie gefährdet sind denn derzeit die deutschen Entwicklungshelfer in Ägypten? Nun, wir sind natürlich betroffen auch von der verschlechterten Sicherheitslage, insbesondere im Großraum von Kairo. Hier kommt es vor, dass manchmal die Büros geschlossen bleiben und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus versuchen zu arbeiten. Die Rahmenbedingungen sind nicht gut, aber sie sind so, dass wir sagen können, wir können den Menschen nach wie vor helfen. Auf der anderen Seite beobachten wir natürlich regelmäßig die Veränderungen. Und ich hoffe sehr, dass beide Seiten jetzt endlich die Gewaltakte einstellen, damit man einen politischen Prozess beginnen kann. Aber die Gewalt scheint weiterzugehen. Sollte Deutschland nicht lieber seine Entwicklungsprojekte einstellen? Wir überprüfen das immer. Wir haben ja schon im Vorfeld dieser jetzigen Gewalteskalation Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel Schuldenumwandlungen nicht durchgeführt, also Maßnahmen, die unmittelbar die Regierung treffen. Auf der anderen Seite würden wir gerne, solange es irgend geht, die Maßnahmen fortführen, die unmittelbar den Menschen helfen. Wasserversorgung, Vergabe von Kleinkrediten für kleinste und mittlere Unternehmen, das nützt der Regierung nichts, das nützt nur den Menschen. Und je früher wir das beenden, desto schwieriger haben sie die Lebenssituation, die ohnehin nicht einfach ist. Es herrscht Ratlosigkeit bei der internationalen Gemeinschaft. Weder die USA noch die EU beziehen klar Position. Wie erklären Sie sich das? Und das lässt sich dadurch erklären, dass Ägypten der zentrale Staat im Mittleren Osten, in Nordafrika ist, für die Veränderungen, für die Reformprozesse und natürlich auch durch den Bürgerkrieg, den es in Syrien gibt, durch die Fragilität der Gesamtregion. Man hat natürlich Sorge bei diesen beiden großen Blöcken, Muslimbrüderschaft einerseits, also Islamisten einerseits, das Militär auf der anderen Seite, dass die so gleich stark ungefähr sind, dass es hier zu keiner militärischen Entscheidung kommen würde, sondern zu einem blutigen Bürgerkrieg kommen könnte mit der Destabilisierung der gesamten Region. Deswegen versucht man hier auf eine politische Lösung hinzuführen. Und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, tatsächlich diesen Konflikt zu bewältigen. Welche politischen Gruppen werden denn jetzt von Ihrem Ministerium konkret unterstützt? Wir unterstützen keine politischen Parteien. Wir unterstützen Menschen. Das sind Persönlichkeiten, die sich engagieren wollen in der Gesellschaft. Die würden auch nicht direkt vom Ministerium unterstützt, sondern von den zivilgesellschaftlichen Partnern, die wir vor Ort haben, mit den Mitteln, die für freie Träger zur Verfügung stehen. Und vor allem wollen wir auch gucken, dass immer alle Minderheiten beteiligt werden. Wir werden keine einzelnen Projekte für Minderheiten machen, weil das wieder stigmatisiert. Aber wir gucken, dass in unseren Projekten, die zugänglich sind für die Bevölkerung, auch Minderheiten dabei sind, damit niemand ausgegrenzt wird. Herr Minister Niebel, vielen Dank. Sehr gerne.